So, und ein herzliches Willkommen zum letzten Teil meiner Aufnahmesession von Mario Tennis Aces im Online-Turnier. Ich bin von Nürnberg, Gameplays als Hobby, und ja, es waren jetzt nur 3 Videos, die ich neu gemacht habe. Gut, habt ihr nicht mitbekommen, ich hab nicht gesagt, willkommen zu einer neuen Aufnahmesession. Ihr habt jetzt nur mitbekommen, das Ende der Aufnahmesession, aber gut. Ja, wir suchen den nächsten Gegner. Ich bin übrigens von Nürnberg, Gameplays als Hobby, da links steht's ja, von Nürnberg, YouTube. Und wir suchen für Rang 2, Runde 2 den nächsten Gegner. Der Ovmegma mit Wario. Seine Verbindung ist nicht so aktuell aktiv. Aktuell aktiv. Dann schauen wir mal. Na toll. Das fängt ja schon mal super an. Ha! Was ein Glück. Das ist so ein gemeiner Typ, wie es aussieht. Ich verstehe immer noch nicht so recht. Ach man, das ist schon wieder so einer. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie kamen die Leute auf diesen einen einzelnen Spielablauf. Weiter bei der kurzen Bälle, weiter bei der kurzen Bälle. Ist doch langweilig. So macht's auch viel mehr Spaß. Oh, über ihn drüber gehüpft. Okay. So, geht doch, mein Freund. So kann man viel ehrlicher gewinnen. Boah, fuck you. Es tut mir so leid. Das wollte ich nicht sagen. Klassik-Spieler, so gesehen, zermürbt gerade ein Modetrend. Woo, 1-1, wer sagt's denn? Der Klassiker gewinnt. Hoffentlich.
Jawoll! Man muss nicht immer so unfair spielen, um zu gewinnen. Sehr schön, das gefällt mir. Ach, komm schon. Was war denn das für ein Start? 30, 14. Och Mensch. Oh, hab ich den Bein nicht mehr richtig getroffen. Das ist doch scheiße. Hat er jetzt Muskeln dazu bekommen, oder? Jawohl, aus. Ach man. Ja, diese Bälle sind echt mies zu kriegen. Ach, den hätte er doch eigentlich nicht mehr kriegen müssen. Hoffentlich gewinne ich mal langsam. Verlieren will ich natürlich. Jawoll! Spiel Rückschläge. Oh, erst 2-1. Noch eine Runde. Ach komm! Ich stand doch direkt davor, was soll der Mist? Immer dasselbe Ablauf hier. Ach komm, der zieht schon ähnlich. Nice.
Jawoll! Man kann auch mit normalen Bällen gewinnen, mein Freund. Na toll. Was? Ich stand direkt mal unterm auf dem Stern. Was soll der Mist? Na toll. Och Mann. Ach komm, ich hab doch gedrückt. Yay! Ein Aufschlagass. Den geht's bestimmt so wie mir immer. Ich glaube, bei sowas muss ich echt mehr mit so einem Zeitlupe arbeiten. Ach komm. Also ich würde mir wünschen, dass mir mein Charakter sich irgendwie mal, dass er mal schneller reagieren würde, ey. Ich glaube noch eins. Genau, noch eins. Nein! So, diesmal machen wir es mal so. Nein! Oh Mann! Da habe ich erstmal so einen Scheißball gekriegt und dann sowas. Das gibt's nicht. Ey, wenn ich das schon wieder verliere, nur wegen... Oh. Ich reg mich schon wieder so alle auf. Jawoll! Ach komm! Mann! Boah, was ist denn jetzt los? Seine Internetverbindung ist das zu viel.
Okay. So ein Mist. Toll, es war ein Superschlag. Ein Knoblauchkracher. Er hat keine Energie mehr, das ist gut. Was? Fehler? Wieso? Jawoll! Oh, immer noch nicht fertig. So ein Mist. Oh Mann! Warum klappt das mit dem Hüpfen nicht? Wie lange geht es denn jetzt schon so? Jawoll! Ja! Oh Mann ey, was ein Spiel! Oh Magma, das war echt Hammer! Klasse Spiel! Aber wenn du manchmal echt so einen Scheiß angestellt hast mit diesen Weit- und dann wieder kurzen Weitbällen. Okay. Oh. Meine Güte. Was ein Spiel. Das, ich weiß nicht, ob es langweilig gewirkt hat, weil es immer das... keine Ahnung, es kam einfach nicht zum Ende. Oder ob es spannend war. Es kann natürlich beides gewesen sein irgendwie. Je nachdem, wie man sowas auffasst, wenn man sowas zuguckt. Ich wiederum fand es natürlich spannend und ich wollte endlich zum Ende kommen, sage ich jetzt mal. Aber ich kam ja nicht dazu. Oh. Klasse Spiel. Okay, wir sind über der Aufnahmezeit. Wir sind bei 18 Minuten. Das heißt, wir machen hier einen Break. Und das nächste Mal geht's weiter. Adrenalin. Wenn es euch Spaß gemacht hat zuzugucken und ihr fandet es spannend und gut, lasst mir doch bitte einen Daumen oben da. Beziehungsweise dürft auch gerne ein Abo da lassen. Oder beides. Beides wäre natürlich besser. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Teil wieder, beziehungsweise auch bei anderen Let's Plays. Und wünsche euch so gesehen noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Und bleibt mir treu. Das war Mario Tennis Aces auf der Nintendo Switch mit von Nöhe Gameplays als Hobby. Ich habe übrigens auch eine Seite auf Facebook. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss.